Willkommen zurück zu Let's Play Enclave. Ja, wir sind hier jetzt in dem Heiligtum, sind anscheinend wieder zurückgegangen. Wir spielen wie gehabt unseren Ritter. Uns fehlen ja noch fast 45 Münzen, damit wir die bessere Rüstung haben können, was persönlich ein wenig extrem erscheint. Aber gut, beginnen wir das Spiel und bringen die Sache hinter uns. Die Seen des Nordens, die Strukturen, die aus den stillen Oberflächen des See, die aus der stillen Oberfläche des Sees ragen, suchen ihresgleichen. Fremd anmutende, rostige Gebilde, die aus einer Zeit noch vor der Entstehung der Kluft stammen. Das Heiligtum, du musst einen Weg in die Gebäude im See finden. Finde den hohen Zauber Zael. Zael muss überleben. Dum, 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 dum. Ich hasse die Welt. Und ich habe einen am Kopf gekriegt. So. Mal sehen, wo bin ich? Goldenes Wasser, goldener Himmel. Das ist Gold. Wir können hier fast 450 Goldmünzen sammeln, was mich ziemlich reich macht. Du brauchst einen Schlüssel, um diese Tür zu öffnen. Okay, dann wissen wir da schon Bescheid und gehen hin. Normaler Ork? Okay. Du hast einen rostigen Schlüssel gefunden. Gut, dann war das die Voraussetzung. Lauf ich mal weiter. Dann. Ich schon auf. Jetzt habe ich schon aktiviert, was? Oh ne, jetzt habe ich es aktiviert. Moment, was habe ich aktiviert? Gehen wir rein. Tja, Leute, ihr denkt, Rapture war die erste Unterwasser. Moment, Luft der Tod. Ich denke, wir sollten einen anderen Weg einschlagen. Frogger, was machst du? Da sind sie mal rund herum. Das gefällt mir nicht. Die Unterwelt leiden. Zeit zu sterben. Super. Sehe ich nicht so. Mir wird nicht gestorben. Jedenfalls nicht ich und nicht jetzt. So. War das Zael? Wer war das? Und warum mag ich diese Person? Und warum bin ich hier im Rapture? So. Wir nehmen besser mal hier diesen netten Heiltrank mit. Wow, 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 wow. Ja gut, es ist mir relativ egal. Das, was es war, ist es jetzt nicht mehr. Checkpoint aktiviert. Klingeling. So. Maschine braucht von irgendwoher Druck. Okay, wir müssen erst was anderes aktivieren, bevor wir das hier aktivieren. So viel haben wir dann jetzt schon mal festgestellt.
Hoffentlich komme ich noch mehr von diesen komischen Meerleuten. Also hier. Steam. Also kommen wir jetzt dann in die Steampunky-Gegend. Klärchen. Goldstück abgezogen. Juhu! Das sind doch schon die perfekten Voraussetzungen für eine super Runde. So. Froschmann. 10 Münzen haben wir schon leider schon verloren. Aber immerhin haben wir dafür den komischen Typen fertig gemacht. Und hab wieder 10 Münzen drin, das ist schön. Haben wir hier irgendwas? Unstuffed. Okay. Hätte ich mir eigentlich denken können, so wie die Fässer hier stehen. Heiltrank. Noch einer. Da hinten im Raum war auch einer. Gehen wir schnell hin. Dann. Wir haben alle mal hier drin, immer nur Schattensplitte. Könnte ich die wenigstens mit Leichtigkeit abwehren? Bleib gefälligst hier, Mage. Ich hielt dich naiverweise für den Tod, doch du bist nur eine alte Frau, schätze ich. Verdammtes Schwert, ich greife dich einen Fischmensch an, verdammt. Ich lebe noch? Hell yeah, ich hätte jetzt echt gedacht, ich zermatsch auf dem Boden oder so. Normalerweise denke ich mir unter einem Licht etwas extrem episches und böses. Beschissener Frosch. Nein. Niemand mag weg. Ja.
bevorzuge, glaube ich, doch lieber die normalen Skelette. Hier, warte mal was. Moment, die Maschine braucht immer noch Druck. Ach nö. Fisch, Mensch. Ja, direkt zwei davon. Einer davon schon nicht mehr stimmig genug ist. So, einer ist schon was weg. Der ist da und ist auch drin. Ich brauch echt möglichst bald diese neue verdammte Rüstung. Oh shit. Oh, was ist denn da? Und schon mal ein kleines Problem. Auch nie. Schwimm, Rico, schwimm. Das ging noch mal so eben gut. Ich meine, ich habe jetzt schon 214 Goldstücke. Das ist schon mal sehr gut. Hallo. Ziemlich. Oh. Es wurde auch Zeit. Und glaubt nicht, dass ich nicht wüsste, was ihr getan habt. Ich war vielleicht gefangen, aber ich bin nicht blind, was die Welt da draußen betrifft. Dude, ich würde dir mal empfehlen, dass du erstmal freundlicher zu mir bist. Gerade eben bin ich am längeren Hebel, nicht du. So, jetzt gucken wir erstmal, wie wir den da rauskriegen. Das könnte sein. Ihr wollt, dass ich die Festung am Pass von Kamzara zerstöre. Warum kommt ihr Leute immer zu mir und bittet mich, Dinge zu zerstören? Ich brauche dafür den Stab des Erdgeists. Er ging verloren, als ich Vatar besiegte. Ich glaube, dass er noch immer irgendwo in der Unterwelt ist, da ich seine Gegenwart spüre. Findet den Stab und trefft mich bei Kamzara. Okay. Oh, das war's sogar schon. Okay, Leute, dann danke ich vielmals fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat, dass ihr beim nächsten Mal dabei seid. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part. Ciao.